So, heute ist der Flo da. Hi. Und Flo hat ein Thema mit seinen Federn. Sind alle gebrochen, oder? Drei von vier Federn sind gebrochen. Okay, und wir haben jetzt gerade schon gekämpft, um überhaupt die Räder runterzukriegen. Bei dem Fahrzeug haben wir auch ein kleines Rostproblem. Und wie man hier sieht, die Feder ist. Oder? Ja, also gut gebrochen. Sind das Originalfedern? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon. Also. Dann kannst du zu Mercedes bringen, eigentlich. Nicht bei mir. Reklamieren. Nach 25 Jahren sind meine Federn leider gebrochen. Was machen wir Ja, da jetzt? was machen wir da Ich jetzt? brauche Das da ist eine Lösung. Kulanzfall. Alright, komm. Also wichtig ist, dass man nachher hier auf das Ende der Feder quasi hier drauf ist. Also quasi das hier, das muss hier nachher dran sein, damit die sich nicht verdreht die ganze Zeit. Dann, genau, oben rein. Mal gucken, ob du so schon reinkommst. Genau. Müsste eigentlich gehen. Was? Mit Kraft, ja. Ja. Genau. Kämpfen! Du schaffst es. Du musst bloß über den Punkt Über rüberkommen. den Punkt drüber kommen. Ja. Warum kommst du im Leben an? Boah, vergiss es, Benni. Halt mal Kamera. Die filmt auch. Ja. Also. Und ein bisschen drehen hilft meistens. Ah, da waren die Zentimeter. Genau. Flo, am besten du kommst hierher. Du kommst von der Seite hier und du musst gucken, dass du die Achse runtergedrückt kriegst. Ein bisschen. Immer so ein bisschen wippen. Genau. Ich muss von unten kommen. Dann geht's. So drüber. Jetzt müssen Sie bloß noch auf Position drehen. Genau. So. Genau. Dreh, dreh, dreh. Ach, der Schlauch dreht sich mit. Der Schlauch hängt fest. Warte, den müssen wir ein bisschen entlasten. Bringen mal auf Position, dann entlastet es oben auch ein bisschen. Und dann wird es schon. Und ob der Schlauch jetzt 1 Meter länger ist oder die paar Zentimeter länger oder kürzer ist, macht keinen Unterschied. Richtig. So. So, Dele. Also, Flo, jetzt müssen wir den Wagen hier mal da wieder gucken. Damit wir. Also, erste Feder ist drin. Genau, da hin. Jetzt müssen wir die Feder wieder rein. Nicht die Feder, den Dämpfer wieder rein. Weiter, weiter, weiter. Weiter, 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 weiter. Immer weiter. Geht nichts mehr? Gut, das war's. Das rennt jetzt mal. Okay, die Aufnahme sind auch schon aus. Können wir mal runter und Holz drunter? Oder? Ne, wir gehen hier ein kleines bisschen runter. Vorsicht, hinten. Das müsste reichen. So. Ah!
fest. Das passt. Gut. Hey. Alright, erste ist drin. So. Am besten. Achso, da sind wir eh schon ganz oben. Ja, mehr geht nicht. Wir müssen quasi. Da drüben müssen wir wieder hochpumpen. Mhm. Kannst du da mal bis zum Anschlag hochpumpen, dass wir möglichst gerade sind, weil dann kommen wir nämlich hier auch wieder ein bisschen. Okay. Reicht? Mhm. Mhm. Gut. Dann gucken wir mal. Da müssen wir auf der Seite ein bisschen ablassen, das ist fest. Und weiter geht's. Ich mach da ein bisschen WD-40 drauf. Das ist so gammelt, nicht dass die Schrauben ups gehen. Erstmal zu und dann auf. Okay, no chance. Machen wir einen zweiten. Gib mir mal schon den anderen Schlüssel da bitte. Der Hebel. Gewaltig ist das Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft. Genau, so heißt es. Ah, der Hebel. So. So. Wagenheber ablassen. Vorsichtig. Sieht gut aus. Ja. Dann nehmen wir die Feder raus. Kannst du mal schön die Kamera halten, bitte? Vorsichtig mit der Leitung, dass man die Bremsleitung nicht. Sag ich es gerade. Den Dreck auch ein bisschen mitnehmen. Wenn es dreckig ist, könnte auch Rost sein. Nein, das ist nur. Das ist Staub. Ja, klar. So, dann die nächste Feder. Machst du? Ja, nice, oder? Ich kann dich filmen, wie das ist. Also, was du willst, Benni. Alles klar. Ja. So. Jetzt müssen wir es wieder so machen wie vorhin. Quasi. Die müssen wir jetzt so machen, dass ich gehe runter und du tust schon. Ja. Also hier runter drücken bitte. Nicht so viel mehr. Also. Ja. So. Das war's schon. Die zweite ist auch drin. Ja, warte mal. Gemacht.
Ja, das war schon tief. So, alright. Was wir machen könnten parallel eigentlich, wir könnten drüben schon mal das Rad drauf machen. Weil dann ist, dann steht er noch mal besser. Weil hier müssen wir nichts weiter machen. Feder ist drin. Werkzeug raus. Rad drauf. Und gut ist. Kämpf! Also, Hammer! Ich mach's ein bisschen anders. Also, das ist auch relativ hoch gerade. Ich mach's ein bisschen anders, um mir die ganze Sache ein bisschen leichter zu machen. Niemand kann mehr. So macht's niemand. Das ist aber, immer gut. Aber ich finde es tatsächlich so angenehm. Das setzt sich so hin. Handbremse mal schön anziehen. So. Oh, ist da Gammel drauf. Also. So, dann das. Und ich mache den mal handfest. Ja. Erstmal. Und dann unten raus. Ja, Ventilkappen wären gut. Ich weiß. Ich habe eine Packung zu Hause liegen. Ich darf mal drauf schrauben. Die. Ich weiß, die schauen schon nicht mehr so sauber aus. So. Warum drehe ich die Hand fest? Die ersten Umdrehungen, damit ich sie nicht kaputt mache. So. Ja, also warum nicht? Der Rost. So. Weil dann steht es stabiler. Mhm. So, ich mach schon den Schrauber. Ich schmeiß ihn mal schön rüber. An meinem Schlagschrauber dran stehen. Hat sich schon angesteckt. Ja, hoffentlich nicht. So. Immer schön überkreuzt, gell? So, dann lassen wir hier ab. Ich kann richtig nicht schwitzen, ja. Ganz sanft natürlich. Mhm, wie viele Grad ich das gerade abgelassen habe. Ist der Winkel vorgegeben, wie viel man die senken muss? Was meinst du? Es müssen ungefähr 20 Grad sein, oder? Keine Ahnung. 10,5. Vielleicht. So. Das ist der Wagenheber. Da haben wir jetzt. Hammer, wo bist du? Merci.
Soll ich dir was sagen? Was? Quasi. Quasi. Alright. Quasi schon drin. Quasi schon drin, genau. Und das ist schon mit. So, und jetzt drinnen. So, zweite Feder auch drin. So schnell geht es. Aber wartet mal, vorne wird richtig Pain in die Ace. Die Achse kann auch so rosten, echt. Ja, schaut so aus, ne? Das ist ja echt krass. Bei mir rostet da nichts. Ich verstehe das gar nicht, warum das bei den ganzen Leuten rostet. Die Leute verstehen das auch nicht. Ja, ich glaube, es versteht niemand, dass das alles so rostet. So. Stronger than time. Können wir wieder ablassen, ja, oder? Ja, den kann ich wegmachen. Dann gehen wir besser drauf. Super, nice. Hinten ist Reifen drauf. Mal gucken, ob du mit meiner Technik da besser vorankommst. Vielleicht versuch's mal. Bin mal gespannt, ob das besser klappt. Entspannter ist es schon mal. Ja, gell? Ach, guck, gell? Geht viel besser, gell? Das letzte Mal habe ich lachen müssen, wo ich bei der Paris-Dakar mir angeschaut habe, wie Leute versucht haben, einen Reifen zu wechseln und kläglich gescheitert sind. Versuch's doch mal mit Gemütlichkeit und sowas, gell? Dann klappt das vielleicht auch. Natürlich, bei einem LKW-Reifen kriegst du das nicht mehr, aber bei so kleinen Rädle. Im Sitzen ist doch alles besser. Gell? Viel besser. Du hast dich da drüben ja richtig massiv angestrengt. Das kann man wohl so sagen. Die Technik macht's aus. Immer die Technik. Alles klar. Und zieh die bitte über Kreuz an. Ja. Immer über Kreuz anziehen. Gerade bei Bremsscheiben. Bremsscheiben? Ja, wenn du hinten Bremsscheiben hast. Trommelbremsen. Ja, du hast keine Trommelbremsen. Achso, bei Bremsen meinst du bei Bremsen, okay. Ja. So meinte ich. Ja, das läuft. Dann lass doch mal auf die Federn stehen. So, ein bisschen schräg steht er noch. Und Grund ist, also die Längslenker hast du getauscht. Längslenker sind vor 2 Jahren neu genommen, alle Gummis neu, ja. Alle Buchsen. Aber da war die Feder schon gebrochen wahrscheinlich. Ja, okay, dann müssen wir nachher nochmal die Längslenker aufmachen, weil das ist wahrscheinlich verspannt, aber es ist minimal. Das ist, was haben wir gemessen, 1 Grad kippt da nach rechts quasi. Das ist ja öfters mal so, dass die in irgendeine Richtung kippen. Ja, cool. Hinten sind wir fertig. Sind wir fertig? Yay! Das ging ja ratzfatz. Jetzt machen wir vorne die Federn rein. Und gut ist. Vorne wird es jetzt richtig spaßig. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Nicht. Okay. Und weiter geht's an der Vorderachse. Thank you.
So, mal gucken, ob die Räder besser weggehen. Also hinten haben wir wirklich eine ganze Weile gebraucht, um die runterzukriegen. Warte mal, nicht so rütteln. Nimm du mal die Kamera. Ich hol das Zauberwerkzeug. Ich hol den Zauberstab. Den habe ich aus Montenegro mitgenommen, den Zauberstab. So einfach geht es. Ah, da ist auch noch was. Was im Gelände hier. Echt? Guck mal. Hier ist auch noch was aus dem Gelände. So, alright. So. Der Rost ist on fire, hey. Ja. Alter Schwede. Sogar der Unterfahrschutz ist bei dir da. Ja, drin. Der ist durch sogar da unten links. Ja. Ich hab noch einen. Puh, ist ja noch da. Du siehst es genau richtig. Ja. Das ohne Schlagschrauber, vergiss es. Mhm. Das macht keinen Spaß. Nee, auf gar keinen Fall. So, Wagenheber mal schön. Ja, muss man mal ein bisschen ablassen. Den ja. Einfach ablassen. Bläst alles. Okay, viel geht da nicht. Und hier mal auf, nur ein bisschen. Man müsste den Stabi aufmachen noch. Dann kommt er tiefer. Wir machen den Stabi noch auf. Mhm. Und dann haben wir keinen Stress. Jetzt müsste ein bisschen mehr gehen, wenn wir auf der anderen Seite auch noch was machen, dann kommt einer ein bisschen mehr, weil jedes bisschen hilft uns nachher. Mach mal auf der anderen Seite auf. Mhm. Auf dem Boden arbeiten, wie immer wieder ein Traum, ein Genuss. Oh. Brauchen wir wieder einen Meinungsverstärker? Ich glaube schon. Dann nimm mal halt, guck mal. Nimm mal das schnell. Nicht von außen klopfen, das bringt nämlich gar nichts. So, alright. Dann haben wir das auch.
Willst du den Dämpfer losmachen? Von dem Blech ist auch fast. Deswegen wiegt er auch nur noch 1,9 Tonnen leer. Ah ja, klar, das ist natürlich Gewichtsoptimierung. Ja klar, bei 95 PS ist alles nehmen. So, jetzt ist ein ganz schönes Stück, auf der Seite ist ein ganz schönes Stück runtergekommen hier. Warte mal. Ja, das ist gerade noch so im Grenzbereich halt mal. Aber das reicht noch lange nicht. Aber bei dir ist hier ziemlich. Was ist denn das hier? Hä? Naja, jetzt sehe ich es, okay. Ich habe schon gerade gedacht so. Ah, ich hole mal schon was zum Hebeln. Mhm. Gucken wir mal. Ja, das geht gerade nicht so. Ich kriege schon das Gesicht weg, damit ich das nicht in die Fresse ramme. Warte. Das ist das Problem, das muss man wegmachen. Mhm. Das habe ich schon vergessen. Dann geht's. Weil sonst lass mal hier die Leitung. Mhm. Ja. Ist noch da. Ist noch da und vor allem, man sieht hier, das ist eine verstärkte Variante. Guck mal, hier ist quasi noch ein Teller drauf geschweißt worden. Damit quasi bei Durchschlägen das auf dem Puffer aufliegt. Genau, schon schlägt es nämlich durch die Achse durch. So, alte Feder, neue Feder, Flo. Schöne Feder. Von der anderen Seite. Von hier versuchen. Weil da tust du es noch schwerer. So. Genau, drehen ist der Trick bei der ganzen Geschichte. Drehen, drehen, drehen. Und wenn es nicht klappt, dann bist du. Oh, da kommt noch ein bisschen was. Ja, du musst da ein bisschen noch rein. Das Teil ist da, dieser Puffer ist das Arschloch. Pass auf, wenn sie wegschnappt. So. Muss noch ein bisschen, fehlt noch ein Zentimeter. Ja. Einen kleinen Schisting. Und am besten, gib mal das Holz. Könnt ihr schnappen, also Vorsicht. Immer das Gleiche bei der Federn. Hast du sie geschnappt? Genau. Aufpassen. So. Und dann hier noch ein bisschen. So. Ja. So, wir müssen uns nämlich nicht die scheiß Arbeit machen, um das alles auszubauen. Wir müssen die aber noch auf Position drehen, weil die ist noch nicht auf Position.
Das ist ein ganz schönes Stück, was die gedreht werden muss. Ja, noch ein bisschen. Nochmal. Okay. Passt. Yay! Ging ja schneller, als wir wollten. Gut, perfekt. So. Genau, mit dem Wagen heben wir jetzt die wieder hoch. So. Dann unten die Schraube wieder rein. Der Bolzen, hast du den? Bolzen ist drin, ja. Ist drin, okay, gut. Ah ja, das ist doch eine super Sache. 2 Stunden und wir haben alle drin fast. Aber das ist, die ist gebrochen. Ja. Gut. Das die vielleicht ist der Aufhänger, warum wir das heute eigentlich machen. Die ist in Montenegro. Noch zusätzlich gebrochen, ja. Quasi. Und immer drehen. Drehen ist bei der Feder das Geheimrezept quasi. Immer drehen, drehen, drehen. Sofern es geht. Jetzt hängt die. Jetzt hast du unten reingeschoben. Ja, jetzt hast du da rein. So, jetzt komm. Puh, Feder draußen. Zeig mal das Stück, was wir gerade runtergenommen haben. Schön gebrochene Feder. Hm. Alright, Mama. Mal die Dichtung tauschen. Alright. So, Feder ist draußen. Bin mal gespannt. Drüben haben wir es einfacher gehabt. Hier wird es, glaube ich, sportlicher. Komm, ja. Hau sie mal rein. Und wichtig ist, dass man sich den Hebel nicht ins Gesicht hält. Weil, das tut weh. Ah, okay. Ich verstehe. Jetzt da drüber kommen, das wird echt tricky. Jetzt sind wir ein bisschen weiter reingerutscht. Ja, so Stück für Stück Platz. Jetzt sind wir gut. Position bekommen. Das ist ein Scheiße. Und man muss echt aufpassen, die Zimmer mal unter die Handschuhe. Rüberkommen. So, jetzt komm. Ja, da drüber kommen, das wird echt nicht einfach werden.
Weil hier halt dieser, drüben hatten wir diese, ja, den Panabstab, die Aufnahme nicht. Ja, das kann ich probieren. Da bewegt sich nichts. Okay, von der anderen Seite. Wir müssen von der anderen Seite aus die Sache zeigen. Wir müssen hier drüber, das ist gut. Hier können wir gerade nicht drüber. Kann ich da vielleicht mit dem Schraubenschlüssel ein bisschen helfen, Mensch. So, von was in die Richtung? Kann ich probieren. Mir bloß nicht ins, in die Fresse hauen. Das ist also, ja. Das ist das Einzige, wo ich ein bisschen anstehe. Das tut richtig weh, Feder. Ganz kurz. Ich muss mal die Seite hier rüber. Ein bisschen rauscht gerade raus. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da drauf kommen. Die Achse dann ein Stück runter und die Feder ist. Warte, ich weiß es nicht. Weil das der tiefste Punkt. Da müssen wir eigentlich drüber kommen. Ein bisschen besser ist es, aber noch nicht so, wie man es braucht. Wir müssen das da raus machen, das hat keinen Wert. Noch zusätzlich. So, wir haben jetzt quasi diesen Puffer hier rausgemacht, damit wir da ein bisschen mehr Platz haben. Wichtig ist, der soll ja wieder rein. Sprich, den sollte man nicht vergessen, hier die Feder reinzumachen, weil wenn die Feder drin ist, dann ist es spät. Schwer da rein. Also, alles klar. Gucken wir mal, ob es jetzt besser geht. Fühlt sich viel besser an. Jetzt müssen wir gucken, was das Ding da mit drin ist. Das macht die Sache natürlich nicht besser. Leichter. Das passt schon. Alles gut. Das wird die ganze Zeit. Müssen wir einen Kabelbinder irgendwie oben festmachen? Dann kann man versuchen. Das muss hier irgendwo. Krass, mit dem Kabelbinder. Oh. Kabelbinder. Jetzt geht doch rein. So, jetzt hängt das hier. Und können nicht weiter. So, gute Idee.
jetzt schauen wir mal auf der Seite jetzt in die. Alter, was ist denn das? Pass mit deinen Fingern auf, Schnitt. Das reicht. Eine Hand ist hier besser als zwei. Okay. Jetzt mal von der anderen Seite. Es fehlt hier noch ein kleiner Tee. Ja, eine Windung muss noch drauf. Drehen. Na, drehen geht nicht. Na gut, den Deckel, den können wir auch notfalls durchschieben. Ja, der, das stimmt, den nehmen wir mal raus, weil der nervt mich. So, dann gucken wir mal jetzt. Ich habe es von unten gemacht. So. Also Windung oben ist drauf. Schlecht. Jetzt muss ich bloß die da drüber kriegen. Und das haben wir vorhin von der anderen Seite hier so gemacht. So, jetzt ist es wieder raus. Oh, das wird ja echt ein Kampf. Ein beschissener Kampf. Wir können natürlich Folgendes machen. Bevor wir uns jetzt noch weiter einen abficken. Schwereres Gerät. So, das ist ja echt der Endgegner, die Seite. Also auf der anderen Seite habt ihr ja gesehen, dass ihr euch einfach reingetreten. Hier keine Chance bekommen, nicht drüber. Warum auch immer. Manchmal ist es halt so. Und dann hat man halt das Werkzeug. Wenn es gar nicht anders geht, dann nutze ich das. Ja, das ist nicht hier drauf. So geht das. So. So, jetzt sitzt es drauf. Da muss man die Schrauben noch reinmachen. Sind die Schrauben hier? Welche Schrauben? Das sind so zwei schwarze Schräuble. Genau die. Mal schön die Handschuhe ausziehen. Ist die rund? Noch nicht, aber viel Gewinde ist nicht mehr drauf. Vielleicht mal austauschen. So. Tada. Geht schön drauf. Und noch mehr brauchen wir. Das Ding losgeht, dann Feierabend. So. So einfach kann es gehen, gell? Aber jetzt müssen wir es schon Hand aufmachen, super. Mach es gerade zu, gell? Das sind andere Richtungen. Ja. Was für ein Scheiß. Was für eine Scheiße, echt.
Ja, gut. Dann machen wir weg das Ding. Also das Ding verwende ich ja sehr ungern, diesen Federspanner. Aber das war jetzt die bessere, schnellere Entscheidung. Jetzt geht er da an das Metall. Jetzt baue ich ihn gerade ein. Du musst aufpassen, du stehst hier an. Ja, überall stehe ich an. Ja, dann musst du jetzt wieder in die andere Richtung. Wer kommt da? Falsche Marke. Falsche Marke, sag ich immer, aber ist okay, der ist schon cool. Der ist ein Bass. Felix! Hier ist sie, ich jetzt auf YouTube. Ja, live auf YouTube. Was geht? Ich dachte, ich guck mal vorbei, ich hab bei Sonja gesetzt in die Ecke. Ich hab heute Morgen gesehen, dass sie hier schrauben, dass sie dann da. Die sind bestimmt immer noch am Schrauben. Ja, stimmt. Hier Feder tauschen, was? Ja. Jetzt sind Federn sind gebrochen. Okay. Oh, zwei Federn oder drei Federn sind gebrochen. Krass. Und eine war falsche Höhe. Okay. Super. Juhu. Schön ins Gesicht. Ja, so lieben wir das. Super. Jetzt haben wir alles drin. Jetzt müssen wir aber noch hier diese bei der Feder den Puffer noch wieder reinmachen. Boah, war das jetzt eine Tortur, diese blöde letzte Feder. Wir haben alle ohne Probleme reingekriegt. Aber nein, die letzte, die wollte uns einfach zeigen, wer hier der Boss ist. Aber am Schluss haben wir gezeigt, wer der Boss ist. Ganz klar. So. Brumm, brumm, brumm. So. Okay, das war's. So. Und dann kann man mit der Zange, wo ist denn die? Wenn du mit der Zange dann hier an dem noch ein bisschen. Das lebt. Ah ja. Gut. Ist das Rost oder Dreck auf dem Boden? Dreck. Dreck. Das ist Dreck, das ist klar. Gut. Machen wir die Dämpfer fest, machen wir die ganzen Stabi wieder dran. Stabi dran und so weiter. Und ja, let's do that. Mhm. Oh, neue Federn. Die Dichtung, den O-Ring muss ich mal tauschen. Ja, nicht zum Kröpfen. Das hilft. Nice try. Thank you.
Erledigt. So, mit Bennys patentierter Buschtechnik. Du kannst nämlich mit deinen Füßen nämlich noch mithelfen. Genau. Boah, das ist ja ein Tipp für den Leisten. Boah. Ist schon auf Position. Hier sind wir gar nichts. Da ist er. Nee. Ach komm. Für dich schon. Ja, das sieht schon gar nicht so schlecht aus, aber. Okay. Oh, jetzt tausche ich den O-Ring. Warte mal ganz kurz, bevor der. So, O-Ring gewechselt. Das hat mich jetzt echt genervt. Seelische Ruhe. So, dann los. Ja, langsam wird es hier Full House, so wie immer halt. Okay. Wir sind hier fertig. Ja, es werden immer mehr G-Klassen hier. Was ist hier los? Gibt es hier was umsonst oder was? So. So, mittlerweile ist der ganze Hof mit G-Klassen voll. Hier ist dann jetzt quasi wieder G-Klasse-Talk. Gell, Flo? Die gucken uns beim Schaffen. Die schauen uns zu. Die lassen sich Steuergeräte auslesen. Das können wir hier leider nicht machen. Ja, genau. So. Schönes Karo-Muster. Von innen sieht er gar nicht so scheiße aus. Deswegen kann ich auch so gut mit ihm leben, weil ich ihn nur von innen anschauen muss. Ja, super. Gut, geht er drauf, ist er schon auf Position. Nee, 20 mm. Also, dann machen wir folgendes. Gib mir mal die Schraube, die da reinkehrt. Und dann lenken. Dann lenk mal. Andere Richtung. Ja, so weiter. Wartend. Oh, ja, so ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Warte mal. Ist drin. Ja klar, ist drin. Super. Du bist das. Ich bin das. Was? Das nächste Mal zieht sich hier ein T-Shirt an. Wenn ich das wüsste. Wenn ich das gewusst hätte. Gottes Willen. Benni, wäre ich heute nicht gekommen.
Guck mal, wir schaffen und die schwätzen. Ja, so ist es. Schlimm. Aber das ist wie Hörbuch hören, das ist bei der Arbeit nicht schlecht. Okay. Wir hätten ja auch mal Musik anmachen können. Das müssen wir mal angucken. Dann kriegst du noch GEMA-Probleme. Du wirst lachen. Ja, da musst du die schwarzen Matten lackieren. Die bauen die auseinander. Nehmen das Originalglas weg. Guten Tag. Tun einfach abkleben und lackieren die schwarz-matt. Das können wir doch auch selber. Das kannst du auch selber, aber das, die Gefahr besteht halt, dass das Glas springt. Ach, was? Aber die verlangen halt 5.500 Euro dafür. Hä? Das kommt nicht online. Doch. Natürlich kommt das online. Ist doch geil, oder? 1, 2, 3, 4. Wer kommt jetzt noch mit einer G-Klasse? Ist das Ding jetzt drin oder was? Welches Ding? Ja, die Schraube, was machst du? Ja, schon lang. Stabi bist du gerade drin, du hast. Genau, das machen wir Stabi fest, da drüben. Dann hängen wir noch hinten die Bremskraftverteiler wieder ein. Und dann war es das auch schon. Super, gell? Mega. Wie krass das aussieht. Also die Feder da in dem ganzen Rost. So shiny. So shiny, ja. Wow. Das ist echt irre. So pretty. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Was? Du darfst ja auf jeden Fall fegen. Ja, das mache ich, das glaubst du, ja. Nicht, dass ich noch. Nicht, dass mein Auto nachher noch eine Rostvergiftung kriegt. Nicht aus der ausgeschlossen, ja, das ist. Alright, dann. Alright. Haben wir es wirklich. Alter. Und dann hat es ja auch. Aber egal, so ist halt manchmal. Die ersten drei haben wir in 2 Stunden drin gehabt. Drei in 2 Stunden. Ja. Die letzte hat uns quasi herausgefordert. Ja. Dann haben wir noch getrödelt mit dem Versuch, quasi den, was ist das? Das Reifen zu flicken, das Loch zu finden. Ja, wir haben auf jeden Fall. Aber ich glaube, das Ventil ist es gewesen. Ich denke auch. Ja, ja, genau. Das, da glauben wir jetzt einfach fest dran, das war das Ventil. Und jetzt ist es erledigt. Ja. Ganz sicher. Cool. Ja. Bist du da drüben jetzt fertig? Ich bin da drüben fertig, ich ziehe jetzt um. Achso, ich habe gedacht, du machst da Pause. Ich chill hier unten einfach ein bisschen so, ja. Auch weil der Ausblick echt schön ist. So, ja. Ist echt toll. Ja, manchmal liege ich auch gern unter dem Auto und gucke einfach mal. Ja, genau. Guck mir einfach die Stellen an, wo man schön noch machen könnte. Hier vielleicht könnte ich noch und da könnte ich noch, genau. Dann mache ich mir ein Bier auf und ja. Genau. Schaff was! Ich bin dran, Chef. Super. Alles gut.